liebe Angelfreunde, für das Jahr 2019 darf ich euch im Namen von Fishing Tackle Max eine neue Taschenserie vorstellen. Die Taschenserie läuft unter dem Namen R18 und stammt aus Italien, der Firma Tubatini. Im Einzelnen beinhaltet die Serie ein Hardcase-Futteral für alle Rollenrouten, eine Gerätetasche groß, eine kleine Gerätetasche, eine Setzkescher-Tasche und eine kleine Kühltasche. Jede einzelne Tasche der Serie R18 besteht aus einem hochwertigen Ledermaterial, das zu 100% wasserabweisend ist. Das Hardcase-Futteral hier für die Rollenruten hat eine Länge von 1,70 m und besteht aus drei verschiedenen Kammern. An der Außenseite befindet sich ein individuell einstellbarer Tragegurt, der extrem gepolstert ist, und ein kleiner Tragegriff für die Hand. Die große Gerätetasche der Serie R18 kennzeichnet sich durch ihr enormes Fassungsvermögen. Um das Ganze mal zu veranschaulichen, habe ich hier in der Gerätetasche eine große Faltschüssel für Futter eingepackt und zwei Eimer, die problemlos nebeneinander in der Tasche zu verstauen sind. Auf der Vorderseite der Tasche ist noch ein Zusatzfach für Kescherköpfe oder ja, Hakenmappen, Hakenbuchsen, wie auch immer, das durch einen Clip verschließbar ist. Und an den Seiten der Gerätetasche haben wir noch zwei kleinere Zusatzfächer für kleinere Utensilien. Die kleine Gerätetasche ist ähnlich aufgebaut wie die große, vom Fassungsvermögen natürlich um einiges weniger. An der Seite befinden sich zwei Seitentaschen und an der Vorderseite eine Fronttasche, die etwas größer ist. Bevorzugt wird die Tasche mit Sicherheit von Fiederanglern, die bekanntlich weniger Angelmaterial mit ans Wasser schleppen, wie jetzt zum Beispiel Stippangler. Ich persönlich nutze die Tasche für meine Ersatzutensilien, wie zum Beispiel meine Ersatzgummizüge oder auch meine Ersatzfutterschleudern. In der Seitentasche habe ich eine Ersatzangelrolle, die auch in einem Rollenfutteral drin ist, was jetzt 2019 neu auf den Markt von uns kommt. Die R18 Setzkescher-Tasche besteht aus zwei verschiedenen Fächern. Einmal natürlich das große Setzkescherfach oben, welches im Inneren durch eine Gummischicht nochmal zusätzlich verstärkt ist. Diese Gummischicht erfüllt natürlich auch den Zweck einer Setzkescher-Tasche, sprich nach dem Angeln den nassen Setzkescher in die Tasche und Reißverschluss zu. Somit kann dann durch diese Gummischicht kein Wasser mehr nach außen dringen und für das Auto bleibt natürlich auch der dementsprechende Geruch fern. Die Vordertasche ist groß genug für alle möglichen Kescherköpfe. Ich habe hier drei verschiedene Kescherköpfe in verschiedenen Größen drin. Durchaus auch für ein Wiegenetz oder andere Netze nutzbar. Zu guter Letzt kommt noch die kleine Kühltasche. Im oberen Teil der Tasche befindet sich ein gut vernähter Tragegriff und außen haben wir auch wieder einen Tragegurt für die Schulter. Im Innern der Kühltasche natürlich für die Köder bestens isoliert, dass die Kälte drinnen bleibt und die Köder nicht überhitzen.